Ich bin wieder zurück mit einem neuen Video und zwar ist es heute ein DM-Haul und ihr könnt vielleicht schon hören, ich bin ein bisschen angeschlagen, aber wir lassen uns davon nicht beirren, dass jetzt trotzdem wieder ein neues Video online kommt und ich habe mich auch nicht davon abhalten lassen, jetzt trotzdem was zu drehen. Es geht tatsächlich auch schon 2 Wochen und ich konnte die 2 Wochen noch mit anderen Videos überbrücken, aber jetzt wird es wieder Zeit, dass ich mich wirklich hinsetze und euch noch ein bisschen was zeige, denn der DM-Haul ist doch relativ aktuell und ich weiß natürlich auch nicht, wie lange die Sachen aktuell bleiben. Wir fangen direkt mal mit einer Sache an, die ich schon für den Urlaub gekauft hatte. Ich war jetzt nämlich am letzten Wochenende in Italien und da habe ich deshalb nochmal so eine Reisegröße von meinem allerliebsten Abschminkzeugs gekauft und das ist das Micellenreinigungswasser, das All-in-One und ich liebe es wirklich sehr. Es ist eins von wenigen, was mir wirklich keine Probleme macht, kein Augenbrennen, kein gar nicht. Dann habe ich auch endlich mal etwas gefunden, wonach ich schon lange gesucht habe, aber irgendwie vergessen habe mitzunehmen. Und zwar so ein Stielkamm. Den brauche ich auf jeden Fall auch so pieksig, denn ihr könnt ja erkennen, ich habe immer noch meine 2 Hälften, aber das wird wahrscheinlich auch nicht mehr lange so bleiben, weil ihr könnt es vielleicht sehen. Ich hatte gerade einen Hustenanfall, deswegen entschuldigt die glasigen Augen. Ihr könnt vielleicht sehen, dass die blonde Seite ein bisschen kürzer ist. Sie wurde natürlich auch mit Absicht so geschnitten, weil die auf der Seite ein bisschen angegriffener waren. Aber das ist auch tatsächlich weiterhin das Problem. Die wachsen hier drüben viel schneller und viel gesünder, weil die halt natürlich nicht so strapaziert wurden mit dem Blondieren sozusagen. Und deshalb brechen die halt auf der Seite auch viel schneller ab. Und dann bleibt dieses Ungleichgewicht halt durchs Rauswachsen erst recht und wird sogar nach der Zeit sogar immer schlimmer. Deswegen denke ich, dass ich leider, obwohl ich mich mit diesem Look wirklich zu 1000% wie eine Katja fühle und das ist der erste Look in meinem Leben, wo ich wirklich zu 1000% sagen würde, es spiegelt mich und meinen Charakter wieder. Aber ich glaube, ich muss mich bald davon verabschieden, einfach um auch meinen Haaren etwas Ruhe zu gönnen. Und selbst wenn ich es dann nochmal machen würde, müsste ich überlegen, ob ich dann nicht vielleicht die andere Seite strapaziere, was auch wieder blöd wäre. Aber ja, ich denke wohl eher, auch wenn es mir so gut gefällt und obwohl ich mich damit so gut identifizieren kann, dass ich leider nicht mehr auf dieses Hälfte-Hälfte zurückkommen werde. Was mir wirklich sehr weh tut, aber ja, ich muss halt auch irgendwie an meine Haargesundheit denken. Ich hole jetzt einfach mal die ganze Tüte hoch. Das ist viel einfacher. Ich habe hier fürs Kosmetikstudio wieder 3x Wattepads geholt. Brauche ich für mich selber privat überhaupt nicht. Da benutze ich die wiederverwendbaren. Aber im Kosmetikstudio lässt sich das leider nicht vermeiden. Deshalb, ja, fürs Kosmetikstudio. Ich habe hier noch eine 4. Packung gefunden, also auch fürs Kosmetikstudio. Dann habe ich mir tatsächlich noch einen neuen Blendepinsel von Ebelin mitgenommen. Der sieht so aus und ich finde den richtig, richtig toll. Ich bin schon sehr gespannt drauf, den auszuprobieren. Den werde ich auch dann bald oder nach dem Video direkt einfach auspacken. Dann habe ich mir noch geholt von Nihan Elixir Absolu und zwar ein Haarparfüm für duftendes, ungepflegtes Haar. Ich weiß tatsächlich nicht, wie gut das tatsächlich für die Haare sein soll, denn das Problem ist tatsächlich, dass hier Alkohol, ich glaube, ja an zweiter Stelle schon kommt, also Aqua Wasser ist auf ersten Platz und dann kommt schon direkt Alkoholdenat. Also ja, leider nicht so gut für die Haare. Das trocknet auch tatsächlich die Haarspitzen nochmal zusätzlich aus. Deswegen werde ich das super, super selten benutzen. Aber es ist halt einfach geil. Ich habe genau danach gesucht und ja, ich wünschte mir, dass es nicht noch schlimmer wäre für die Haare, aber das ist es leider. Vor allem jetzt im Sommer, da ist auch so eine Sache, dass die Sonne nochmal so ein bisschen die Haare strapaziert. Aber das sind alles so Sachen, wo ich euch eh nur raten kann. Nehmt auf jeden Fall immer so ein Hitzeschutzspray im Sommer. Das hier hatte ich jetzt im Urlaub dabei, ist jetzt auch vielleicht nur noch so zur Hälfte voll. Und ich habe es mir halt eben neu gekauft, damit ich es noch da habe. Ist jetzt wirklich ein Must-Have im Sommer. Das Problem ist nur, wenn ihr es euch natürlich drauf sprüht und ihr hattet gerade eben erst geglättet, dann macht es vielleicht eure Spitzen wieder so ein bisschen wellig. Deswegen kriege ich es momentan nicht hin, dass meine Haare immer schön glatt sind, aber das ist halt eben ein Tod, den man sterben muss, damit man zumindest einigermaßen gesunde Haare hat. Dann habe ich mir auch endlich mal wieder Badeschaum geholt und zwar
Berry Breeze Schaumbad von Balea. Und ich mag da ja eigentlich nicht so gerne das Schaumerlebnis, weil das halt eigentlich nicht so einen krassen Schaum abgibt. Da habe ich mit den etwas teureren Nivea Duff Sachen so immer ein bisschen bessere Erfahrungen gemacht. Aber das hier reicht vollkommen zum Baden. Und ganz ehrlich, das Baden ist schon so generell sehr teuer mit dem Wasserverbrauch. Da braucht man jetzt nicht die teuersten Badekugeln, Badeschäume und was auch immer es gibt. Und ich muss auch tatsächlich sagen, ich nutze das Baden generell immer auch ganz gut aus, um auch solche Body-Schaumdinge aufzubrauchen, weil ich tatsächlich super selten meinen Körper einseife. Dann habe ich hier noch Wattestäbchen geholt, auch nicht für mich privat, sondern fürs Kosmetikstudio. Dann eine Sache, die tatsächlich für mich privat ist, und zwar ganz viele neue Wattepads, denn die alten sind schon echt super hässlich. Also die werden auch wirklich sehr schnell sehr unweich, bisschen härter und unangenehmer, um sich abzuschminken. Und deshalb habe ich mir jetzt mal wieder neue geholt. Und ich fand die auch ganz hübsch, weil ich habe die immer in Blau-Weiß da, und jetzt gibt es sie auch mal endlich noch wieder in Pink-Weiß, und vor allem Beige-Weiß hatte ich auch noch nie. Also super toll und kann man sowieso immer gebrauchen. Dann habe ich hier noch zwei Sachen, und zwar doppelt gekauft, aber ich bin sogar ganz froh, dass ich es doppelt gekauft habe. Und zwar von Balea das Trockenshampoo-Schaum Fresh Up and Style. Frisches Haar ohne Waschen, keine Rückstände, Volumen durchföhnen. Für jeden Haartypen, kann ich so alles bestätigen, habe ich jetzt auch schon ausgetestet. Hatte ich auch tatsächlich im Urlaub mit dabei, habe ich auch heute drauf. Und ich muss echt sagen, am Anfang hatte ich wieder das Gefühl, dass es nicht viel geholfen hat, weil es halt eben noch nass war. Aber wenn der Schaum dann wirklich angetrocknet ist, sieht es echt eigentlich so aus, als hätte ich meine Haare gerade frisch gewaschen. Und darüber bin ich sehr froh. Ich wollte dennoch auf jeden Fall die teurere Version probieren. Ich weiß gar nicht, welche Marke das war, die zuerst damit rauskam. Ich meine, es muss entweder Garnier oder Schwarzkopf oder so gewesen sein. Aber ich habe jetzt halt eben erstmal die billigere ausprobieren wollen, weil wenn mir das generell mit diesem Schaum nicht gefallen hätte, dann würde ich auch gar nicht erst drüber nachdenken, dann mir das teurere zu holen. Habe ich auch hier meinen liebsten Duo-Wimpernkleber wieder mitgehen lassen. Der kostet 9 Euro, da bin ich immer sehr sparsam mit dem und nehme den hauptsächlich für die wichtigsten Anlässe, wo er wirklich lange heben muss. Und so billigere Kleber wie zum Beispiel von Leni Lash oder Catrice, dann immer für den Alltag, wobei ich auch sagen muss, die halten im Alltag genauso gut wie jetzt der Duo-Kleber. Und generell ist da kein großer Unterschied. Ich finde halt einfach nur, der Duo-Kleber klebt halt von Anfang an richtig gut die Wimpern fest. Und diese billigeren Catrice und Leni Lash Kleber, die werden erst besser nach einer Zeit, wenn man die öfters geöffnet hat, weil der Kleber dann mehr Sauerstoff abbekommen hat und der Kleber dann nicht mehr so flüssig ist. Aber ja, auch meckern auf hohem Niveau. Da habe ich jetzt endlich mal mir auch versucht sozusagen zu gönnen und auszuprobieren von Ebelin solche wiederverwendbaren Augenpads, und da bin ich sehr gespannt drauf, wie ich die finden werde. Sind auf jeden Fall, denke ich, ganz gut. Ich glaube nicht, dass ich damit was falsch machen werde. Ich muss halt gucken, was ich dann immer drunter gebe, aber Hauptsache etwas für meine Augenringe. Dann wollte ich noch unbedingt ausprobieren von Balea einen zarter Reinigungsschaum mit Hydrokomplex für normale und Mischhaut. Also wirklich perfekt, und ich fand auch das Packaging sehr schön schlicht, aber auch doch sehr elegant irgendwie. Ist trotzdem ein Plastikfläschchen und es kommt höchstwahrscheinlich geschäumt raus. Bin ich sehr gespannt drauf. Anscheinend hat mein liebstes Deo eine neue Verpackung gekriegt. Ihr könnt es vielleicht hier hinten oben sehen. Da habe ich noch die alte Version von dem Deo. Und so sieht es anscheinend jetzt aus. Also ich vermute mal, dass es das gleiche sein soll. Zumindest deutet eigentlich alles drauf hin. Und ja, eigentlich finde ich sogar fast, es sieht ein bisschen moderner und schicker aus als die alte Version. Aber ich hoffe tatsächlich auch, dass es ja nicht irgendwie noch in der Formulierung oder so geändert wurde. Wobei ich sagen muss, es gab irgendwie generell gar keine Deos mehr von Adidas beim DM. Ich muss mal gucken, was da los ist, ob es das im Internet noch gibt, weil das war wirklich das Einzige. Ich hatte nämlich noch eine neue Duftrichtung entdeckt, die ich auch ganz gut fand, aber die gab es dort gar nicht mehr, auch nicht für Männer, also keine Ahnung, was da los ist. Dann habe ich hier von Nivea als Ersatzprodukt sozusagen auch ein Antitranspirant mitgenommen. Ich dachte mir, ich probiere jetzt einfach doch mal irgendwie was Neues aus. Das ist auf jeden Fall das Produkt. Hier werden 96 Stunden extremer Schutz vor Schweiß versprochen.
werden. Bin ich mal gespannt, weil eigentlich reicht mir das Adidas immer schon bis zum nächsten Duschen. Also die 72 Stunden oder 48 Stunden, die hier angegeben sind, mache ich eigentlich nie mit, ohne zu duschen. Aber ja, ist immer gut, wenn es doch mehr verspricht. Dann habe ich mir auch noch diese super Aufbauspülung mitgenommen, mal wieder. Ich hatte euch ja in meinem letzten Aufgebraucht-Video erzählt, dass ich darauf Wert lege, dass wenigstens das letzte Produkt, was auf meine Haare kommt, einen ziemlich starken Duft hat, damit es halt auch wirklich auf den Haaren bleibt, damit ich dann zum Beispiel auch nicht oft auf so ein Haarparfüm zurückgreifen muss, was ja eh egal ist. Also damals, als ich geraucht habe, war das wesentlich schlimmer, dass ich immer so nach Rauch gestunken habe. Seitdem ich ja dann das zweite Mal schwanger wurde, hatte ich wieder aufgehört zu rauchen. Und ja, dennoch lege ich da irgendwie noch, also jetzt vor allem, nachdem ich nicht mehr rauche, lege ich da irgendwie extrem Wert drauf, dass ich wirklich auch gut rieche. Vor allem, wenn ich so dran denke, dass ich zum Beispiel vor jemandem laufe, will ich nicht, dass der so wie damals diesen Kaltrauchgeruch abkriegt und so. Und dadurch, dass jetzt ja eh zum Glück das Rauchen wegfällt, bräuchte ich es eigentlich gar nicht. Aber mir ist es halt doch wichtig, irgendwie zumindest etwas gut zu riechen. Dann habe ich mir noch von Balea dieses Peeling Gel mitgenommen. Das ist jetzt sozusagen das passende Gegenstück oder ja Zusatzmittel zu dem Reinigungsschaum. Ich dachte, das wäre ganz cool. Ich werde es halt einfach mal ausprobieren. Generell bin ich aber auch gerade sehr auf den Produkten von Ciaia, von Cosmetic for Less hängen geblieben. Die haben mir die Sachen mal zugeschickt und seitdem gefallen die mir eigentlich echt gut. Dann habe ich hier mal diese Kaugummis mitgenommen. Die wollte ich unbedingt ausprobieren. Eigentlich nehme ich immer die Airwaves in Lila mit. Aber die gibt es irgendwie nirgendwo mehr. Also egal in welchen Laden ich hier in meiner Umgebung reingehe, die sind überall ausverkauft. Vor allem in dieser etwas größeren Packung, weil dann gibt es immer nur die, wo man das praktisch immer so hochdrücken muss. Und das mag ich nicht, finde ich eh voll kacke. Also ja, muss ich jetzt einfach mal auf eine andere Marke zurückgreifen. Und dann kommen wir auch schon zu den, glaube ich, letzten Produkten. Es kann tatsächlich auch sein, dass ich ein paar Sachen noch in meinem Urlaubskoffer hatte, weil ich hatte auch echt ein paar Sachen für den Urlaub gekauft. Aber die letzten paar Sachen sind jetzt eigentlich nur noch Make-up. Und zwar habe ich mir von Trended Up diese Farbe hier mitgenommen. Ich weiß gar nicht, ob die Farbe schön aussieht, ehrlich gesagt. Ist auf jeden Fall ein matter Lippenstift. Ah ja, das geht. Sogar fast ähnlich jetzt zu dem Lippenstift gewesen, den ich drauf hatte. Sieht halt jetzt gerade nur ein bisschen arg kühl aus zu meinem gesamten Look. Ich sehe aber generell echt schlimm aus. Also man merkt schon noch, dass ich echt krank bin. Dann habe ich hier noch das hier mitgenommen, wo ich eigentlich am Ende echt bereut habe, weil 5 Euro für dieses blöde Fläschchen und ich habe insgesamt beim DM, glaube ich, diesmal 140 Euro ausgegeben. Ich muss aber auch dazu sagen, 60 Euro waren alleine das Muttertagsgeschenk. Da hatte ich so eine wunderschöne Lampe gekauft, also so eine Windlichtlampe, wo man so eine Kerze reintut und habe da ganz viele verschiedene Produkte für meine Mutter so mit reingepackt. Deshalb auch generell auch von meiner Seite aus so ganz komische Einkäufe hier mit Sachen, die ich eigentlich sonst nicht mitgenommen hätte, weil das, was eben nicht mehr reingepasst hat, habe ich für mich aufgehoben und werde ich dann benutzen oder ich habe sie wirklich auch für mich mitgenommen, je nachdem. Das letzte wäre dann auch schon von Trended Up ein Powershine Lipgloss und der sieht so aus. Ich fand die Farbe einfach so cool. Ich finde solche Farben für den Sommer einfach geil. Um jetzt mal dieses sehr nudige auszugleichen. Ja. Gefällt mir. Ich kann halt leider nichts riechen, deswegen kann ich euch nicht sagen, ob das jetzt irgendwie einen starken Eigengeruch hat oder nicht. Aber ich bin sehr zufrieden mit diesem Einkauf. Es hat mir allgemein mal wieder Spaß gemacht, weil das war jetzt das erste Mal seit bestimmt 4 oder 5 Monaten, dass ich beim DM war und es hat wirklich mal wieder gut, so ein bisschen zu eskalieren. Ja, das Geld auch dafür auszunutzen, sag ich mal, weil ich bin momentan schon sehr sparsam auch geworden. Ich gebe eigentlich nichts mehr großartig aus und wenn es mir möglich ist, lasse ich es mir immer tatsächlich zuschicken. Es ist jetzt nicht so, dass ich gar nichts mehr kaufe, also ich gönne mir trotzdem schon noch was, aber sagen wir es mal so, ich habe mich so krass reduziert. Es gab damals Monate, da habe ich wirklich 1000 Euro nur für Make-up ausgegeben und jetzt bin ich ungefähr, sagen wir mal, so zwischen 50 und 100 Euro angekommen, was wirklich eine riesengroße Besserung und Steigerung ist und da bin ich sehr froh, weil ich war wirklich schon kaufsüchtig und ich bin einfach nur froh, dass ich es alleine ohne irgendwelche Therapie oder
Fremdhilfe geschafft habe, da wieder rauszukommen, weil ich glaube tatsächlich, dass man nur sich selbst am besten heilen kann. Die Menschen um einen rum können einem zwar sagen so, hey, bei dir läuft gerade was schief, brauchst du Hilfe, aber am Ende des Tages muss immer jeder an sich selber arbeiten und das habe ich getan. Ich habe es selber dann irgendwann sogar auch gesehen. Ich stehe dazu, ich habe eben meine Kaufsuchtphasen und generell glaube ich einfach auch, dass vieles sehr psychisch auch bedingt ist. Bei mir ist es auch immer bei Stressphasen gerade ganz schlimm. Wenn ich nicht kaufsüchtig bin, dann fange ich an mit meinem Binge-Eating und deswegen klappt es bei mir auch nicht immer so durchgehend mit meinem Weight Watchers. Es ist alles die reinste Katastrophe und vor allem jetzt, wo ich krank bin, ist es wieder so mit meiner Psyche. Ich denke, ihr könnt mich verstehen, aber deswegen hoffe ich vor allem auch, dass ihr es versteht, wenn mal irgendwie längere Zeit nichts von mir kommt. Das hat tatsächlich dann oft mit meiner Psyche zu tun. Jetzt ist dieser DM-Haul auch irgendwie voll in so eine, ja, kleine Live-Updates-Phase übergegangen. Aber das tut jetzt auch nichts zur Sache, denn ich werde mich jetzt auch schon von euch verabschieden. Ich habe jetzt gleich noch ein Meeting mit Purish und Maxim und vielen anderen tollen YouTubern und freue mich drauf. Ich verabschiede mich jetzt auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Reinklicken und bis zum nächsten Video. Tschüss!